So, hallo meine Freunde, ich heiße wieder recht herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Need for Speed Underground und 2. Ja, hier zu sehen unser schöner Audi TT. Im letzten Part haben wir ja wegen sinnlos Rennen gemacht, wollten eigentlich das Auto vom Aussehen her auftunen, hat leider nicht geklappt, da wir nicht allzu viel Geld hatten und vor uns fährt auch ein TT. Der sieht aber noch tiefer aus. Und oh nein, Leute, kennt ihr das noch? Das Rennen haben wir doch gemacht gegen diesen verschissenen Ford Mustang. Wo wir ewig gescheitert sind. Ewig und 3 Tage. Na, jetzt wird es wahrscheinlich nicht anders. Und ich hasse Streetix. Ich hasse es. Ich kann es einfach wieder in jeder Folge nur, oh, kacke, betonen. Es ist einfach nicht meins. Nee. Ja, da haben wir doch, genau, das war doch in dem StreetX, wo ich den so genial rausgewichst habe. das hat mir gefallen. Da sind wir doch dann in der letzten Kurve, in der letzten Runde einfach nur gegen den dagegen gefahren, in der Hoffnung, dass wir es schaffen. Und dann hat es auch zum Glück geklappt. Das war hier. Ne, war nicht hier. Aber die Kurve ist auch nicht gerade ohne. Zumindest nicht für mich. Doch, das war in der Kurve. Und ich werde es wieder so versuchen müssen. Ich komme hier immer so weit raus. Dabei drehe ich schon voll auf am Rad. Ich drehe auch voll am Rad. Das ist auch, ja, das ist auch der Fall. Oh, jetzt habe ich bremst aus Versehen. Nein. Mist. Irgendwie müssen wir noch rankommen. Aber ich weiß nur nicht wie. Schau mal an. Fahren die da mit 5 km/h durch? Oder wie schaffen die das? Ja, weil du dich jetzt da genauso blöd da hinstellen musst. Da! Mist! Es war meine letzte Chance. Das musste ich versuchen. Aber jetzt versuchen wir es nochmal richtig. Und jetzt werden wir es dann erzeugen, den Bitches. Den Bitches aus dem Dorf. Was lenkt ihr da dagegen, Leute? Sagt's mir, warum? Boah, das war eine perfekte Stadt. Aber hier die Kurve, die versaut uns einfach immer wieder. Aber jetzt haben wir... Jetzt haben wir Chancen, ja. Schade, der ist nicht dagegen gefahren, weil falls, dann wäre das jetzt hier mit unserem Sieg gewesen. Aber irgendwann glaube ich, kann ich die Strecke auswendig. Und dann gewinnen wir das hier auch locker, ohne so zu beschummeln. Beschummeln ist es ja nicht. Das ist ja nur nicht fair fahren. Aber es steht nirgends was, Need for Speed, dass man fair fahren muss. Ach, so fahren die da runter wahrscheinlich. Schau an, ich wurde nicht eingeholt. Okay. Gut, dann das merken wir uns jetzt auf jeden Fall für die Zukunft, würde ich sagen. Ja, super, die Kurve noch besser gepackt als der Kanak. Oh man. Boah. Ja, und jetzt können wir wieder voll drauf. Nein, jetzt voll drauf. Das klappt jetzt auch. Vielleicht überrunden wir den, das wäre mal eine Premiere. Sagt immer so schön, ja, überrundet. Das heißt nicht mehr Premiere, das heißt jetzt Sky. Das wäre mal eine Sky. Ah, ne. Boah, vielleicht kommen wir in der Folge mal dazu, das Auto, die Farbe zu ändern und so weiter. Und innen mal den Kofferraum und alles. Und das Auto werde ich mich kümmern auf jeden Fall. Das werde ich schön, brav auftunen. Wie bereits gewünscht, muss man dazu sagen. Wie bereits gewünscht. Ups. Okay. Hier mal da lang und dann noch ins Ziel. Und das ist der Sieg. Sieg. Yep. Oh, aber ordentlich Vorsprung. Rauchen schadet der Gesundheit. Und macht süchtig.
Schaust auf Spoiler-Titelbild. Ey, die überhäufen uns jetzt nur mit Spoiler-Bildern, mit Bildern. Ah, fahren wir da vorne mal den Sprint. Und danach den Drift. Und dann fahren wir mal was anderes. Vielleicht. Obwohl driften hätte ich jetzt zurzeit extrem viel Bock, vor allem mit dem Auto. Ihr merkt, ich fahre da schon anders, 5 Kilometer lang. Sind noch keine Gegner vor uns. Da, das war bester Start. Aber dann fehlt uns irgendwie die Pause, um zweiten Gang nochmal voll nach vorne zu drücken. Oh, den kenne ich. Die Strecke kennen wir ja schon, haben wir ja schon oft gefahren. Die merken das, glaube ich, immer, wenn wir im Wind schatten. Ja, du bist besoffen, oder wie sieht's aus? Hallo, Kollege? Was war das? Warum fährt er hier einfach mal... Holzkopf. Wenn er dann das Rennen verliert, brauchst du dich ja nicht wundern. Ich dachte, da kommt voll die scharfe Kurve. Natürlich abbremst, hätte ich nicht braucht. Ah. Das war immer so lustig, heute das könnte ich mal erzählen. Anfangs, als ich meinen ersten PC gehabt habe, ich habe schon immer irgendwie lieber, muss ich zugeben, auf WASD gespielt. Die Rennspiele, wir haben immer so im Koop-Modus gespielt, damit, da sonst war das ja geteilter Bildschirm. Da haben wir immer ein wenig gegeneinander gespielt, meine Leute und so. Und ich habe schon immer auf WASD gespielt. Und das ist mein Kollege von mir. Oh, Entschuldigung, Frosch im Hals. Hat, oh nein, nicht hinten drauf fahren. Hat immer mit einem Finger nach oben gehalten, also beschleunigen. So, und dann mit dem anderen Finger. Mit einer Hand halt es oben und mit der anderen Hand hat er links und rechts gedrückt. Das hat immer so cool ausgeschaut. Da bin ich jetzt... Ah, oh Mann. Gerade irgendwie drauf kommen, ja. Hop, Reload. Immer so kurz vorm Ziel passiert mir sowas. Auf jeden Fall, das hat so geil ausgeschaut. Das müsst ihr euch mal bildlich vorstellen, mit zwei Händen so ein Rennspiel zu fahren. Wohl, versucht es mal. Das ist einfach nur genial, ich sag's euch. Dann das Gefühl, da, nee, da, Mann, was ist denn los? Da kannst du die Autos gar nicht richtig hier lenken und alles. Und für die mit Controller spielen, ist wahrscheinlich noch schwerer zu verstehen, wie man überhaupt mit Tastatur spielen kann. Aber ja, ich spiele auch mit Tastatur und ich komme so ganz gut. Okay, ich nehme es zurück. Ich komme damit auch nicht zurecht, aber ich mach's nicht. Was hat seit letzte Kurve? Nochmal voll Nitro. Und da ist das Ziel. Jo. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Jo, und wieder da. 1200. Und wieder was Neues. Spiegeldesigns. Ups. Ich habe im zweiten Gang, Leute, merkt er, da braucht er einfach ein wenig. Da hat er nicht die Kraft, die er haben könnte. Oder die das sollte. Was ich sagen wollte, ich glaube, für euch ist es auch cooler, wenn ihr nur seht, wie ich die Rennen gewinne, oder? Also, ich werde nichts rausschneiden, das bleibt ja ganz klar bestehend. Aber wenn ich die halt so beim ersten... Boah, Entschuldigung, Mann. Beim ersten Mal schaffe. Upsala. Alter, was schiebt denn der mich, der Holzmichel? Boah, da kann man noch einen geilen Drift runterlegen. Vorausgesetzt, man fährt nicht gegen die Wand oder man dreht sich nicht. Oh, hier mal wieder ordentlich Speed aufnehmen. Ich bin eigentlich permanent damit beschäftigt, gegenzulenken. Rum da. Rum den Humpen. Das ist ja mehr eine Street X Strecke, oder? Als eine Drift Strecke. Na gut, mir ist es wurscht. Ich drift überall. Einfach wegen sinnlos, auch wenn ich es gerade überhaupt null kann. Na wurscht, das Rennen, das gewinnen wir. Die, ja, die haben 21. 24.000 und wir haben schon 50.000 gleich. Das war jetzt, haha.
Nein, abgefahrener Drift ist immer geil. Ah, Runden, 1 von 3. Wir werden wahrscheinlich gerade mal wieder 2 Runden schaffen, bis die Gegner im Ziel sind. Und werden wir das Doppelte an Punkte dann zusammenkriegen. So, jetzt kannst du da geil nehmen. Und dann hier schön rein. Ah, nichts da war's. Hat nicht geklappt, so wie es sollte. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Kolossaler Drift. Abgefahren. Was kommt noch abgefahren? Mond. Ja, genau, das war kein Drift, oder? Nee. Das geht mit Geschwindigkeit, glaube ich. So, dass wir, wenn wir zu langsam sind, dann klappt es nicht mehr. Aber ich würde immer ganz gern wieder die Dinger fahren. Die Downhill Drifts, die haben mir eh voll getaugt. Die fand ich richtig lässig. Aufschaukeln das Auto. Oh, das wird ein schöner Lange. Och man, hätte hier schon wegen früher das Heck kommen lassen. Hätte es gepasst. So. Das ist mit dem Kippengeräusch auch schon wieder vorbei. Vorausgesetzt, ich rutsche. Alter Leute! Ja gut, die sind jetzt eh gleich im Ziel, dann passt das schon. Wir haben ja wenig mehr als die. Es kann nicht sein, dass ich hier den Drift nicht ganz zu Ende bringe. Darunter, das wäre so genial. Oder hier. Baftisch. Wie Commander jetzt sagen würde. Alter Leute. Ja, gut. Ist ja wurscht. Wir haben... Ach, 200.000 möchte ich noch schaffen. Okay. Ist im Kasten. Ha. Zu geil. Da gab es mal bei Carbon was. Die Downhill gibt es auch da. Die Downhill Drifts. Ja, Zeit ist abgelaufen. Dann zählt es jetzt noch sogar mal 100, 220 oder so. Wir waren leicht besser, würde ich jetzt mal sagen. Kleen ist bisschen besser als der Rest. So, dann fahren wir jetzt als nächstes. Haben wir 7000. Ja gut, dann starte ich, würde ich sagen. Gehen wir mal zum nächsten Red Point, Red Dot sein. Aber nicht, indem wir hier gegen die Wand düsen, sondern da lang. No, Leute. Taxi, klar, immer. Ach, jetzt bin ich striften gewohnt, jetzt wollte ich hier ein wenig rumschaukeln. Und es ist wieder am Arsch der Welt. Okay, haben wir ja gleich geschafft. Schon. Oh. Hey, ich hab Action für dich. Konnte den Ort noch nicht genau rausfinden, soll aber irgendwo in Beacon Hill sein. Jo, in Beacon Hill, da ich... Das, ich sag, Schmarri, ich weiß noch nicht, wo Beacon Hill ist. So gut kenne ich mit dem Spiel dann auch nicht aus. So, da fahren wir dann mal hier rein. Holen wir uns erstmal den hübschen Lack ab. Grundfarbe ändern, natürlich. Was gibt's jetzt? Haben wir jetzt schon Perlglanz? Hochglanz, Metallic. Perlglanz ist das geilste. Alter, Leute. Ach nein. Perlglanz. Wie viel bringt ein Perlglanz? 3, 8, bringt 10 mehr. Das sieht ja mal nur geil. Das sind ja voll die Jamaika-Farben. Oh, grell, wie Sau. Wird das grün, so ähnlich haben wir ja schon bei uns Mitsubishi drauf. Oh, das sieht auch lässig aus. Na, so weiß ist dann nicht so, ja, voll perfekt. Auch cool. Hm. Mal was anderes, die Farbe. Ist das hier so? Na, grün gefällt mir doch da irgendwie am besten. Was gibt's jetzt da oben noch so? Das da sieht, naja. Naja, wenn... Ich würde sagen, wir nehmen wir grün, oder? Nehmen wir das grün oder wenn ich so hell? Na. Oder? Gibt's noch so? Mal schauen wir nochmal durch. Kann mich da mal so schwer entscheiden. Oder das? Nehmen wir das da. Ja, Spoiler. Der ist Carbon, der bleibt Carbon. Oder bringt es was? Perlglanz-Spoiler. Aber wenn, dann muss man den schon in der gleichen Farbe machen. Das war das da, oder? Das bringt 3,20 und sonst... Ja, der ist schon auf 3,20.
Dachspoiler haben wir nicht, Spiegel haben wir nicht. Felgen, wie immer, in einem Pulverbeschichtung in Schwarz. Ja, Schwarz. Spinners haben wir ja keine. Bremsen sollen wie immer rausstechen. Weiß oder so? Das ist ja nicht mal ein richtiges Weiß. Nehmen wir mal so rot. Motorakzente, auch müssen wir drei machen. Die Auspuffblenden. Da würde ein Weiß bestimmt geil ausschauen. Jo, nehmen wir Weiß. Okay, Wein jetzt brauchen wir nicht. Oder was gibt's denn da so? Oberste Schicht, obere Mittelschicht. Untere Mittelschicht, unterste Schicht. Was gibt's denn hier? Modernen Satz, nehmen wir einen modernen Satz. Boah, ich kann kotzen, wenn ich das sehe. Sonst bringt eh nur 4. Was ist oberste Schicht? Nehmen wir mal Tier. Ach nee, das gefällt mir nicht. Sorry Leute, aber das gefällt mir nicht. Möchtest du... Ja, erwerben. Erwerb ist immer gut. Boah. Alter Leute, jetzt geht's hier nur zur Sache. Vor allem die Felgen. Huhu. Dann fahren wir mal... Was? Fahren wir zum Gelben da hinten. Gefällt mir. Der Farbe gefällt er mir. Und mit den Rohren schaut auch cool aus, finde ich. Könnt ihr mir auch mal reinschreiben, was ihr so anders gemacht hättet. Oder so. Aber meiner Meinung nach, mir gefällt's. Oh ne, wartet mal, ich habe da was gesehen. Hier, ein Drift. Hä? Da war doch hier gerade noch andere. Oh ne, dann war das der. Bringt 2200, ey Leute, das ist viel. Für einen Drift, wo wir eh gewinnen werden. Oh, schau mal an. Was hat er so eine ähnliche Farbe? Das ist ein Langweiler. Ah ne, unsere sieht noch geiler aus. Mit Abstand noch geiler. Ja, fahrt mal weg. Ah, hier fährt ihr wieder bald über alle Berge. Da ich so langsam bin. Aber euch trotzdem in Grund und Boden in Grund und Boden trifft. Oh, die Felgen, das. I like. Ah, like. Wieder Auto aufschaukeln und rum. Ich habe immer wegen Angst, dass ich es bei so 5000 oder so wegen der Gegend schüre. So, was kommt jetzt noch abgefahren? Nein! Nein! Setze ich einfach mal 35.000 Punkte gegen die Wand. Fuck! Das ist jetzt natürlich bitter. Ja, so viel zum Thema. Ich drifte euch in Grund und Boden. Ja, fahr mal meinen Rückwärtsdrift. Ich finde, so schaut das Auto langsam aus wie der neue TT und nicht mehr wie der alte. Weil der neue ist ja noch tausendmal geiler. Das ist ein geiles, das ist ein schönes Auto, muss man dazu sagen. So, der neue, der alte. Ist, in echt gefällt er mir nicht so, aber hier im Spiel passt es schon. Boah, ich muss jetzt echt mal langsam hin machen mit den Punkten. Jups, jetzt muss ich wirklich hin machen. Ich hab nur noch kaum Zeit. Und ich brauche 20.000 Punkte noch. Und ich hab, boah, jetzt nicht so schnell. Oh, das war nix, das war ein richtiger Fail. So viel zum Thema, wir gewinnen es ja eh. Da hätte ich nicht so viel labern, Kumpel. Machen, nicht labern, machen. Fangen die Leute mal zusammen hier. Gut, dann streng mich jetzt mal an. So, und wieder drauf. Nein, nein, gegen die Wand. Oh. Glück gehabt. Huh. So um die 100.000 Punkte brauchen wir für einen dominierenden Sieg. Hier könnte ich eigentlich immer so schön ausfahren, die Punkte. Na, wieder so wenig. 24.000 ist ja gar nichts. Was ist das eigentlich mit dem Mal da?
an der Seite mal 2, gibt es 2200 Punkte. Da können wir eigentlich schon fast gerade ausfahren, dass wir die Punkte zusammenkriegen. Ja, genau, wieder gegen die Wand. Ey, was denn jetzt los? So oft sind wir noch nie gegen die Wand gerauscht. Oh, jetzt werden wir überrundet. Unnötig. Ja. Ey, das ist voll bescheuert, wenn da die Leute um dich rumfahren. Und du nicht weißt, ob der die berühren dürft oder nicht. Jetzt sind sie ja wieder so mies. Ich glaub's gleich. Ey. Das ist wieder typisch Spiel. Jetzt schwimmen hier mal voll rum. Handbremse. Ey, da hast du echt voll schnell so viele Punkte zusammen, wenn du da mal gescheit drauf dappst. Hier noch, habt ihr noch einen Punkt gemacht. Einen Punkt noch rausgeholt. So, nix. Das ist viel cool, das Gieß. Das passt. Und nächstes. Ab, laden. Ich bin heiß. So heiß. Da ist wieder ein ungelistetes. Jo, mach ich. Dann fahren wir das auch noch. Nie im Leben werde ich das hier gewinnen. Nie im Leben. Das werden wir gleich sehen. Wenn ich euch im Grund... Boah, der links schaut aber süß aus. Zu langsam. Ja, schau, ich kann auch so fahren wie ihr. Bloß, dass ich gegen die Wand fahre. Und, ja, danke. Sonst hätte ich keinen Drift gekriegt ohne dich. Boah, das ist für eine Strecke. Da gibt es nur ein paar Punkte, wo man richtig driften kann. Und das andere ist wegen mehr so Speed. Also zum Speed rausholen, nicht gegen die Wand. Zum Anfang stelle ich mich echt an. Muss mal gesagt werden. So, auf den ersten Versuch wird es wieder nichts, habe ich so das Gefühl. Immer erst wegen die Strecke anschauen und dann... Danach geht's ab. Nein, seht ihr, wie ich dagegen lenken muss, dass es überhaupt irgendwie was wird? Kann ja nicht sein, dass das Auto so über die Hinterachse schiebt. Also nach abgefahrener Drift kommt nichts mehr, glaube ich. Oder wahrscheinlich bei 100.000 oder so. Bei sowas, was ich zumindest nie schaffen werde. Genau, das war jetzt kein Drift zum Glück. Manchmal bin ich halt echt wegen langsam unterwegs. Drifte ich hier mit meinen 80 Sachen durch die Gegend. Jetzt kommt gleich wieder beeil dich, Hunde. Beeil dich. Da. Nein, jetzt komm. Weiter hier. 128.000 ist nicht schlecht für den Anfang. Es würde mehr gehen. Aber ich glaube, die Leistung und so, das wird automatisch eingestellt. Also vor dem Rennen. Also wenn ich zum Beispiel einen Drift fahre, dann wird mein Auto zum Beispiel für Drift modifiziert und sowas. Und wenn ich zum Beispiel Rundkurs fahre, dann wird es auf Rundkurs gemacht. Und solche Sachen. Ja, ich komme mal ins Ziel. Rennen ist so ähnlich, bin ich im Ziel, du Kacke. Jo, wieder dominiert. Wenn man solche Rennen fährt, kriegt man dann immer die neuen Sachen. Na okay, scheinbar nicht. Zumindest hängt es nicht davon ab. Na gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um unser Tuning. Rädern wir mal hin. Wir haben es eilig, Mann. Oder auch nicht. Okay, das sind jetzt so Special-Dinger wieder. Spezialarmaturen. Gibt es da was Neues? Was ist da der Unterschied? Achso. Ja, das sieht geil aus. Das sieht auch ganz lässig aus. Was gefällt mir da besser? Supersport Bullseye. Das da. Ja, weiß natürlich. Ziffernblatt. Wegen rot oder so. Ne, die ist alles rot, ist dann kacke. Grün für den grünen Bereich. Zeigerfarbe. Passt weiß.
Jo, möchte ich kaufen. Neons. Warum können wir die Motorraum? Das wäre total geil. Schwimmen wir ganz runde. Gold pulsierend. Alter Leute, das ist ja mal nur geil. Korallfarben. Weiß pulsierend. Aqua. Ey, das pulsiert ja. Ja, so rot ist schon geil, das pulsierende, aber ich finde, da sollte man jetzt wenigern Akzent reinbringen, sowas. Ja, nehmen wir mal das da. Ich hoffe, das ist jetzt kein rosa. Oh doch, ist wegen rosa. Autoglasfolien, wieder ganz runter. Gibt's immer die besten. Dunkelgold. Dunkel Magenta. Okay. Dunkelblau, grün. Dunkelschwarz. Natürlich immer schwarze. Meine Scheinwerfer. Xenon. Das Xenon bringt halt nicht so viel. Aber ich finde es halt geil. Das Xenon ist so hell. Nehmen wir Xenon wie immer. Nitro-Entlüftung. Keine Ahnung, wo das was bringt. Boah Gott, gibt's da viel. Schau ich das mal an. Typ 3, Magenta, blau. Und blau. Rot und blau. Ich habe keinen Plan, was das ist, Leute. Sorry, ich nehme jetzt einfach mal das da. Schreibt mir das genau, das schreibt ihr mir bitte echt dringend in die Kommentare, wo die Nitro-Entlüftung zu sehen ist. Ja, hier. Hydraulik. HiFi-Anlage. Boah, Gott im Himmel. Haben wir 4 Slots. 4 Slotties. Ach, da unten. Ich würde sagen, da, also wir tun hier eine Flasche. Oder tun wir Boxen. Ha, das ist kacke. Ich hätte gedacht so, oder das Bildschirm, Box oder sowas. Ja, würde ich schon sagen, oder? Schauen wir mal. Das ist ein fetteste Gerät. Bauen wir da rein. Und dann auf der anderen Seite dementsprechend den gleichen. Das war der da. Kofferraum Slot 3. Ein Bildschirm rein. Ah, so einen fetten. Nehmen wir einmal den hier, den 500 Watt. Und dann nehmen wir hier noch... Zweimal der gleiche ist langweilig. Nehmen wir noch den da. Okay, jetzt ist unser Auto nur aufgemöbelt. Spinners, ich finde die Teile nicht cool. Ich weiß nicht. Nee, da habe ich lieber sowas. Doch, Flügeltüren gibt's auch bald. Hoffe ich. Na gut. DVD-Cover. Ey Leute, wir haben jetzt halt nur Cover. Okay, und im Neck... Alter, schaut euch bitte mal. Komm ich hier irgendwie weiter weg? Oder hier sehe ich nichts? Nee. Schau, ich sehe die da unten blinken. Ist ja nur fresh. Das sind die freshen Sachen. Ja, ja gut, und dann würde ich sagen, im nächsten Part kümmern wir uns drum um die Sterne. Wir haben jetzt ja 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Ich würde sagen, das beschäftigt uns mal eine Zeit lang. Und in diesem Sinne drehen wir uns jetzt hier erstmal unsere Runden, oder? Würde ich sagen, macht's gut. Bleibt mir treu. In diesem Sinne, fahrt immer schön anständig. Kein Alkohol am Steuer. Und ja, ich bin's, euer Fleschi. Macht's gut. Ciao.